Hallo, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid auf dem Kanal Mathepool. Weiter geht's in unserer mündlichen Testserie mit der Aufgabe Nummer 2. Da haben wir gegeben, n sei die erste von n aufeinanderfolgenden geraden Zahlen, deren Summe betrage 120. Gesucht ist n. Ja, das hat einen ganz berühmten Ursprung, sozusagen diese Aufgabe, wenn wir jetzt da zur Lösung kommen. Machen wir ein kurzes Intermezzo. Als Carl Friedrich Gauss, das ist wohl einer der berühmtesten Mathematiker, der auf dieser Erde gelebt hat, gleichzusetzen mit Euler, Newton, Euklid und so weiter. Also einer der ganz Großen. Als dieser Gauss so um die 7 Jahre alt war, also ich glaube mal, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber soweit ich mich erinnern kann, war es ungefähr dieses Alter, da machte er sich so richtig auf sich aufmerksam. Seinerzeit, als er da in der Schule war, die Klasse war laut, da hat angeblich der Lehrer die Schüler dazu verdonnert, die Summe der Zahlen von 1 bis 100 zu berechnen. Der Lehrer hat sich gedacht, ja, da habe ich jetzt ein paar Stunden Ruhe und die verrechnen sich sowieso laufend. Und da hat er sich aber eben getäuscht, zumindest bei Gauss, denn dieser hat nach wenigen Sekunden der Aufgabenstellung die richtige Zahl auf seiner Schiefertafel berechnet. Seinerzeit gab es ja Schiefertafeln, dass Gauss lebte von 1777 bis 1855. Ja, auf jeden Fall, die Zahl auf der Tafel war 5050 und das war richtig. Und der Lehrer war dann ganz erstaunt, wie dieser junge Mann auf diese Berechnung, auf diese Zahl kam. Oder wie er diese Berechnung angestellt hat. Gauss hat sich die Summe mal hingeschrieben. S ist gleich 1 plus 2 plus 3 und so weiter bis 100. Und da hat er halt gleich gemerkt, dass immer die äußeren Zahlen, also jetzt 1 und 100 gibt 1, 2 und 99 gibt 101, 3 und 98 gibt 101. Und wenn man hier so weiterfährt, dann kommt man schlussendlich auf 50 plus 51 und das ist 101. Ja, Gauss hat hier sofort gesehen, das ist eine Reihe. Ich weiß nicht, ob man damals Reihe dazu sagte, aber auf jeden Fall hat er die Gesetzmäßigkeit sofort erkannt und kurzum hat er 50 mal 101 berechnet und das gibt eben genau 5050. Das ist ja eine kurze Rechnung und somit hat er eben schon damals in jungen Jahren gezeigt, dass aus ihm ein ganz großer wird. Okay, das ist sicher eine Reihe, die ihr alle kennt, wahrscheinlich die Geschichte auch, aber es ist immer für jene, die sie noch nicht kennen, eine zusätzliche Motivation, wie schon Kinder sogar, also wo eine starke Begabung in Mathematik haben, sofort auf Lösungen kommen, wo andere Kinder oder sagen wir mal unser Eins anfangen würde, in dem Alter jede Zahl miteinander zu addieren. Ja, so ist natürlich viel kürzer. Gut, das werden wir bei unserer Aufgabenstellung eben benutzen. Wenn man das so ansieht, was er da gemacht hat, er hat immer, das ist ja n, also hier haben wir n gleich 100, somit können wir schreiben, 50 ist n halbe mal Klammer n plus 1. Ja? Also die Summe von n aufeinanderfolgenden Zahlen, die sich immer um 1 erhöhen, ist n halbe mal n plus 1.
Herz. So, in unserem Fall haben wir eben, starten wir mit der Zahl n und das soll eine gerade Zahl sein und alle darauf folgenden Zahlen sollen auch gerade sein. Und insgesamt wollen wir genau n Zahlen addieren. Also die zweite Zahl muss dann n plus 2 lauten, weil das ist die, es soll ja eine gerade Zahl sein. Die nächste gerade Zahl ist n plus 4. Und wenn wir das so weiterführen, das war ja die erste Zahl, also haben wir hier n minus 1, dann gibt es genau n Zahlen und das natürlich mal 2, damit es eine gerade Zahl ist. Gut, das können wir jetzt, so wie Gauss es vorgemacht hat, auch zusammenziehen. Also wir wissen, wir haben n Zahlen, also n halbe mal n plus die äußerste. Also n plus 2, n minus 1. Wenn man das zusammenfasst, kriegt man n halbe Klammer 4n minus 2 und da können wir noch mit der 2 kürzen, somit erhalten wir für unsere Summe n mal Klammer 2n minus 1 Klammer geschlossen. Gut. So, wir wissen, dass das 120 sein muss, also 120 ist gleich, wenn wir das noch jetzt ausmultiplizieren, ist 2n² minus n. Durch 2 dividieren kommen wir zu diesem Ausdruck. Ja, das ist eine quadratische Gleichung. N² minus 1 halb n minus 60, das lässt sich ja locker lösen. 1 halb plus minus Wurzel 1 Viertel plus 240 halbe. So, da können wir 4 noch rausheben. Da müssen wir das mit 4 multiplizieren. Hier kommt noch 2, also 1 plus minus Wurzel 1 plus 960 Viertel. Und wir wissen, die Wurzel aus 900 ist 30 und 961 haben wir eben 31. Das kann man auch ganz locker von Hand berechnen, also 31 zum Quadrat ist eben 30 plus 1 zum Quadrat, das ist 30 zum Quadrat plus 2 mal 30 plus 1. Hier haben wir 960, 1, also 961. So kann man das mit dem sehr einfach berechnen. Gut, es funktioniert ja in beide Richtungen. N muss natürlich positiv sein. Wir haben ja n aufeinanderfolgende Zahlen, also der negative Wert müssen wir nicht berücksichtigen. Somit haben wir n1 ist gleich 1 plus 31 Viertel, ist gleich 8. Negative Wert eben, es kommt nur die positive Lösung in Frage, der können wir vergessen. Und daraus folgt n ist gleich 8. Kann man natürlich noch die Probe machen. Wir wissen, die Summe haben wir ja so berechnet, 2n² minus n, 2 mal 64 minus 8 gibt eben genau die 120. Okay, gut, ich hoffe, euch hat dieses Beispiel auch gefallen. Wir werden ein weiteres Beispiel in dieser Serie vorbereiten und morgen oder in den nächsten Tagen euch vorstellen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Adieu.